die für sich selbst und versucht das halt dann umzuwandeln und in was Positives im Spiel umzuwandeln. LGD Gaming band den äußerst gefährlichen Ezreal raus, damit wir den nicht sehen. Das ist natürlich clever. Was, ein Nissband oder sowas? Keine Ahnung. Was ist denn noch mit E? Evelyn, Elise. Elise? Ja. Das wäre sogar wahrscheinlich die gewesen. Die gucken sich auch ein bisschen blöd an. Vielleicht, oh Leute. Ich bezweifle, dass der Ezreal da geplant war. Es sollte wahrscheinlich wirklich Elise sein. Können wir das nochmal? Yeah. Ja! Okay. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht geht. Also ich wage zu behaupten, dass wenn man missklickt, man einfach Pech hat. Aber wir hatten eben schon mal eine Unterbrechung bei der Pick- und Bann-Phase, weil irgendein Spiel, welcher war das nicht, auch LGD, die nicht irgendwas nicht machen konnten, deswegen wurde die Pick- und Bann-Phase. Aber das war ja einfach nur ein Missklick, ne? Ja. Was machen nicht machen wenn können, das ein Missklick war, der Hover over Jenna beziehungsweise Annie und dann haben sich für Jenna entschieden. Ich weiß nicht genau, wie das da geregelt wurde. Ja, das ist das Problem. Die Reihenfolge ist auch anders, ja. Achso, gut. Die Reihenfolge okay, ist anders. Das kann man verstehen. Das war in Korea auch ganz groß, als Annie ziemliches Meta-Ban und Permaban war und Anivia war direkt daneben. Und dann wurde Anivia immer gebannt, also 3 oder 4 Mal ist es passiert. Und dann gab es halt so eine. Die Teams haben sich dann darauf geeinigt, okay, wenn man missbannt, dann ist Annie gebannt, obwohl Anivia eigentlich gebannt war. Das war. Ja, keine Ahnung, passiert halt so. Ist natürlich halt auch ein bisschen blöd. Also missbannt sollten halt offiziellen eigentlich Matches passieren. Auch, das war. Ich bin mal gespannt, was sie jetzt damit machen. Ob sie jetzt wirklich. Ein komplett anderer Champ. Die meinte ich doch. Ezreal ist direkt neben Lulu im Alphabet. Ja. Leicht. TF, ja. TF sinnvoll gegen Bjergsen auf jeden Fall. Gangplank auch, Mordekaiser. Diesmal TSM auf der Red Side. Siehst du, wenn LGD nicht auf der Red Side ist, haben sie schon mal einen Fehler, den sie weniger machen können. Ja. Vielleicht hätte man ja auch Mordekaiser ihnen einfach geben können. Dafür sagen, guck mal. Wissen sie bestimmt nicht. Kennen sie nicht. Ist ganz nett. Probiert den doch auch mal aus. Okay, also so. Lulu, das wird komplett Bjergsen outband. Ist nachvollziehbar. Ja. Elise First Pick, auch wieder sinnvoll. Santorins Main, Elise. Ich finde sowieso überraschend, weil wir jetzt die Nidalee sehen, dass Nidalee so wenig Play einfach gefunden hat hier in den Worlds. Also ich. Overrated. Findest du? Ja. Vor den Worlds war ich eigentlich der Meinung, ist einer der stärksten Jungler überhaupt. Und Spirit zum Beispiel ist im koreanischen Cast, sagt genau das gleiche. Jedes Champion Select, wo Nidalee nicht gepickt wird oder gewann, also in jeder, ist eher am Rumflamen, dass Nidalee nicht dabei ist. Ja, also Nidalee ist ziemlich overrated, muss ich sagen. Einfach aufgrund dessen, dass gute Teams können Nidalee ziemlich hart punishen. Nidalee ist ein Champion, wenn man das bessere Team ist, stompt man mit dem Champion ziemlich hart, weil einfach der Speer dann natürlich sitzen kann, du hast mehr Positionen, du hast mehrere Möglichkeiten und wenn man gegen ein besseres Team spielt, wirst du dafür gepunished, dass du Nidalee spielst und Annie zum Beispiel punisht Nidalee ziemlich hart. Ja, das ist, deswegen ist Nidalee nicht so gut. Es hat auch keine Comeback-Mechanik, dass halt Elise, wenn sie zurückfällt, hat immer noch Cocoon, genau gleiche wie Rek'Sai. Und Gragas, Nidalee kann da halt nichts bieten, deswegen wird Nidalee nicht so oft gespielt. Tam Kench können wir vielleicht heute noch mal sehen, wäre natürlich sehr interessant. Ziemlich gut hier. Ja, super strong hier, Champ einfach. Das ist ziemlich underrated. Glaubt ihr, dass der Tam Kench nochmal auf anderen Positionen vorkommen könnte, zum Beispiel in einem Jungle oder vielleicht sogar in der Toplane, oder ist das einfach nur der Support wirklich Meta aktuell? Ich denke, Teams haben es einfach nicht trainiert. So, jetzt haben Leute gesehen, okay, Support, das scheint ziemlich gut abzugehen und ich denke, dass sich ein paar Teams das für das Viertelfinale auf jeden Fall nochmal da trainieren werden mit Tam Kench. Mhm. Ja, Tam Kench ist ein sehr, sehr starker Champion. Diesen Extrastand auf der Passive, das ist unglaublich stark. Ja. Wenn man da einiges an dem hat. Das Problem, was ich bei Tam Kench ab und zu sehe, aus eigener Erfahrung auch, ist immer, er ist zwar super tanky und quasi untötbar, aber es gibt viele Situationen, in denen du ihn im Teamfight teilweise schon einfach ignorieren kannst. Und das ist halt das Problem, weil er super immobil ist, aber an sich, gerade in Competitive Play, ist er wirklich ziemlich stark. Elise und Darius in einem Team mal wieder. Darius. Gegen Darius Toplane. Auf nah. Mit dem Gragas Jungle. Also, wenn LGD versucht, Druck auf Toplane zu machen, dann werden sie den bekommen. So quasi das Motto von jedem Team, was gegen Darius spielt. Nur, dass es mit den Picks sogar noch wesentlich mehr Sinn macht. Ja. So, gut. Vayne fände ich jetzt hier. Wenn es Tam Kench, es ist Tam Kench Support, da finde ich Vayne, um ehrlich zu sein, nicht allzu gut. Tam Kench ist auf der Lane relativ schwach. Im Tour und Two einer der schwächsten Supports. Genau. Deswegen muss man eigentlich versuchen, die Laning-Phase zu umgehen, aber Vayne ist ein zu großes Risiko, da Vayne auch sehr viel Zeit braucht und eigentlich jemanden braucht, der sie babysittet und Tam Kench braucht jemanden, der ihn babysittet. Ja, genau. Das ist dann schon so ein bisschen nicht
das hilft dem Team nicht wirklich. Und gut. Blind Pick LeBlanc finde ich jetzt auch nicht besonders gut, muss ich sagen. Na, LeBlanc. Es wurde ja eher als Counterpick geratet gegen Azir zum Beispiel, wegen dem AP Assassin Style, den du damit spielen kannst. Und was man auch gesehen hat, als Ryu gegen Azir gespielt hat, du kannst quasi springen und wenn der seine Soldaten dann zu dir kommandiert, einfach zurück. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Aber Blind ist halt wirklich riskant. Und also lockt nicht Zed ein, oder nicht? Zed wäre extrem schlecht für die Kombo. Zed ist useless zur Zeit. Aber auch gegen Tam Kench, ne? Ult, Essen, easy. Zed kann Darius wahrscheinlich nicht mal 1-on-1 töten. Vayne kann ihn auch im 1-on-1 töten. Mit Pushen. Syndra ist ein besserer Pick. Ja. Syndra Mitte. Haben wir auch schon mal gesehen bislang. Ja, er hat den Vorteil, kann er halt ziemlich tanky bauen. Wieder Elemente, Rylai's. Na, wobei das ja nicht, aber World of Ages, Hell Inceptor, so eine Möglichkeiten. Um dagegen die Dulong nicht in One-Shot-Gefahr zu gehen. Aber trotzdem finde ich Lissandra sehr, sehr riskant. Haben wir es schon gesehen, aber. Also mich überzeugt TSMs Combo überhaupt nicht irgendwie. Nee, ich bin kein großer Fan von, genau. LGD, was haltet ihr von der Combo? Vor allem mit der Botlane, die wir bislang so noch nicht gesehen haben. Ich finde, die Vayne macht das Ganze wirklich viel schwerer. Sie haben im Prinzip auch gar kein Siege-Potenzial. Sie haben zwar eine Elise und eine Vayne, die angreifen können, aber sie haben halt nicht wirklich jemanden, der Tower runterbursten kann. Zum Beispiel Tristana oder Jinx sind halt einfach so viel stärker in dem Zusammenhang. Ich denke auch, dass sie zu viel Split-Push-Potenzial haben und das wahrscheinlich gar nicht nutzen können und werden. Und müssen schauen, wie sie die Teamfights nehmen wollen und wo sie die forcen. Im Endeffekt, ich denke, dass um den Drake rum sehr, sehr viel gemacht wird. Mir fehlt vor allem auch der Wave Clear. Also sie müssen wirklich auf den Lanes nach vorne kommen und mit Tam Kench Vayne ist das alles andere als einfach. Alles klar. Also eure finalen Tipps für das Spiel? LGD. LGD. Ich schließe mich da einfach mal an. Alles klar. Drei eindeutige Predictions. Eure Predictions könnt ihr gerne in den Twitch-Chat oder ins Hashtag WorldScare schreiben. Je nachdem, wie ihr möchtet. Wir gehen rüber zu Maxim und Eis ohne Waffe. Yay. Yeah. Ton fast vergessen. Aber fast ist auch das Stichwort. Ja, das Spiel, auf das wir alle gewartet haben. Das finale Freunde. Spiel von heute. Um den finalen letzten Platz. Es geht um mehr Preisgeld. Wahnsinn. Wenn das nicht Motivation ist, weiß ich auch nicht. Ja, das ist nicht wenig Preisgeld. Wir können es gerne nochmal sagen. 25.000 für die letzten Plätze und 45.000 für den, der quasi hier als Gewinner hervorgeht. Ja. Es ist aber, glaube ich, bezogen auf die Institution. Ja, ja, klar. Also nicht für jeden Spieler. Das würden sie sich, glaube ich, wünschen. Ja. Insgesamt halt. Ich denke, dann nochmal eine gute Performance abliefern ist auch nicht schlecht. Es geht auch darum, die Zuschauer nicht zu enttäuschen und so weiter. Man muss ja die Fanbase einfach hinter TSM beachten. Also wenn jemand in einer Halle Fan-Favorite ist, dann ist das TSM-Gebrüll das meistens das Stärkste. Das Zunge ging daneben, aber kein Problem. Die nächste wird treffen. Ja, ich muss sagen, ich finde das Game allgemein vollkommen interessant. Also vom Unterhaltungsfaktor wird es ein ganz, ganz hohes werden. Ich bin gespannt auf das Top-Lane-Matchup. Wir haben Nahe gegen Darius. Ich sehe Nahe, ehrlich gesagt, als ein ziemlich gutes Matchup an, weil du hast einfach die Range. Du kannst ihn kiten, du darfst halt bloß keinen Fehler machen. Genauso in der Mitte. Das finde ich ist für Midlaner ein übelst interessantes Matchup. LeBlanc gegen wirklich diese Lissandra. Oh, da kommt schon der erste Flash. Alles klar. Ich habe zwar keinen Flash gesehen, aber... Ja, der erste... Er ist Dash. Der erste Dash. Und vor allen Dingen hat er, glaube ich, wurde nicht gerade gesmited? Ich glaube, ich habe einen Smite gehört. Die kleine Spinne, oder was? Ja, da gab es nochmal 5 Gold. Ja, er hat die Spinne getötet. Man sieht es an den Stats. Aber naja. Du hast halt einfach das Problem, wenn du mit LeBlanc später was machen willst gegen Lissandra. Du musst immer an sie heran. Wenn du an Lissandra heran musst, dann kann sie einfach, sie braucht das W drücken, sie hat dich gesnared. Sie braucht das Ulti drücken, dann hat sie dich direkt vor ihr. Es ist unheimlich schwer, mit LeBlanc gegen Lissandra offensiv zu spielen. Das heißt, sie muss es eigentlich versuchen, zu einer Farmlane zu machen. Da bin ich gespannt, ob er das wirklich hinbekommt. Jörgsen hat dann, denke ich, mit Lissandra einen ganz, ganz guten Pick bekommen, mit seiner LeBlanc fertig zu werden. Ich denke, das ist auch eine Erfahrung. Er spielt ja sehr viel auch selber LeBlanc. Wird sicherlich das ein oder andere Mal schon auf eine Lissandra getroffen sein. Ich habe gehört, er ist LeBlanc Main. Ja. Zack. Aber am Anfang baut er Druck auf, wie man sehen kann. Ist auch noch so ein Faktor. Mit Lissandra hast du zu Anfang noch nicht so viel Wave Clear. Aber wenn du erstmal ein paar Level erreicht hast, oh, da schluckt er schon ordentlich Damage. Ja. For free, man kann halt nicht traden. Wir haben es also gesagt, diese Lane von Tam Kench Vayne ist ultimativ schwach. Ich bin nicht unbedingt derselben Ansicht, dass man Vayne viel babysitten muss. Ich denke, Vayne ist momentan gerade, was den Early Damage und den Early Trade Damage angeht, noch immer einer der stärksten ADCs, gerade mit Tristana.
Es ist halt echt nicht schlecht. Du hast einen Tumble, der hat Bonusschaden. Du kannst vielen Skillshots ausweichen, wenn du nicht komplett hinterm Mond lebst. Und da kann man gut arbeiten. Und der Power Spike durch die Ultimate, das ist halt auch sagen, du kriegst halt echt eine PX ins Inventar geschmissen. Plus natürlich die Möglichkeit, richtig krass zu beschleunigen beim Jagen. Die Unsichtbarkeit, also. Sollte das nicht unterschätzen. Dann sagt aber Vayne, ja, die muss man ins Late Game tragen. Technisch gesehen wüsste sich natürlich da wohl. Aber so unabhängig ist die gar nicht mehr. Ich finde die Level 6 auch schon ziemlich stark. Und sie hat halt einen Time Crunch dazu, der vielleicht auf der Lane erstmal nicht sehr nutzvoll ist, der aber viel, viel Peeling-Möglichkeiten bietet und ihr halt auch viel Sicherheiten bietet. Vielleicht nicht in Farm und im Pressure auf der Lane ahead zu kommen, aber alleine schon die Gang-Sicherheit. Da kommt ein Gragas an, der will sie ulten, der frisst sie einfach und kriegt sein Movement Speed und rennt mit ihr davon. Du hast halt schwer, wirklich an diese Botlane ranzukommen. Später hat auch Tam Kench aber trotzdem eine ganz gute Möglichkeit, hier zu arbeiten. Also, er kann Dyrus so ein kleines bisschen countern, wenn er seine Megana Ultimate gut trifft. Dann kann man trotzdem Imp ganz gut schützen. Auch wenn Bjorksen Imp ulten sollte, frisst man ihn einfach. Man kann kein Follow-Up-Damage folgen. Also klar, die Laning Phase muss man jetzt überstehen. Aber ich finde, Tam Kench hat sich echt gemacht. Das ist auch interessant. Zum Anfang wusste noch gar keiner mit dem Champion was anzufangen. Jetzt kommt so langsam sein ganzes Potenzial erstmal zur Geltung. Vorher hat jeder gedacht, oh, der Damage auf dem W, der ist so immer, aber den kriegt man so schwer durch. Aber man kann ihn halt wirklich nicht nur als Damage benutzen. Dazu kommt noch halt, was auch ganz interessant ist, wenn man einfach Vayne irgendwann alleine auf der Lane lassen kann, wenn sie so ihre Core-Items hat und man weiß, sie kann safe farmen. Jetzt zum Beispiel gerade kann sie ohne Probleme gegen Nara farmen, wenn man die Lanes geswappt hat. Dann ist halt das Problem, dass Tam kein Strom gehen kann. Und wenn er sein Level 6 hat, dann kann er halt mit dem Jungler so hart gut vor allen Dingen zusammenarbeiten, dass du die Ganks nicht präventiv vermeiden kannst durch Wards, durch Vision, durch Kontrolle, sondern da steht dann einfach auf einmal ein Tam Kench mit irgendeinem Jungler in seinem Mund vor dir oder hinter dir und du kommst halt nicht mehr weg. Ja. Doch, und da schon die beste Laufanimation. Guckt euch das an. Jetzt kommt die Laterne. Er hat sein Schild. Das macht hier auf den grauen Lebensbalken gesetzt. Gleich muss er den weißen auspacken. Klappt sehr gut, hat die Leute abgelenkt und jetzt sammelt einer Snacks und der wird gefressen. Das ist das Schicksal. Santorin muss da zurück, hat richtig viel Schaden kassiert. TBQ mit dem Repel. Kommt aber zu White Turtle, ist Mana los. Mana. Jetzt das Q, Apprehend zu White Turtle. Der Flash davon, Bjorksen entschärft die Situation mit dem Festhalten. Und das sieht man, wie nervt das war alles Tam Kench. Ja. Ja, man hat ihn gejagt und hat gerade alle Beschwörer auf den Carry verloren. Und auf den Jungler ebenfalls. Das ist der Fehler, den du niemals machen darfst. Er ist bei Level 3, du bist 2 gegen 1, aber du kriegst ihn nicht down. Erst denkst du, oh ja, der frisst noch Schaden, hast alle Cooldowns raus. Und dann kommt noch dieser unglaubliche Schild dazu, der einfach nochmal genauso viel Life ist. Man stellt sich mal vor, ein Tam Kench, der später 3000 Leben hat, der kann im Prinzip 6000 Damage fressen. No. Oha. Oh, oh, die Kette! Bitter. Dafür ein Flash zu investieren ist teuer. Oh. Also, wobei LeBlanc, die kommt doch ohne Flash halbwegs noch gut aus, aber... Ja, aber sie hätten gut damit finishen können. Mich hätte ehrlich gesagt gewundert, dass in der Situation davor der Flash nicht schon gezogen wurde, um Gragas noch zu finishen. Er hatte das Mark drauf, er hatte das Siegel wirklich und wenn da, ich glaube, er hatte noch Cooldown wahrscheinlich auf den Dash, dass es sich da nicht gelohnt hätte. Aber hätte die Shayne an der Stelle getroffen und da kommt noch ein Q hinterher, TBQ, das machst du richtig, der geprockt werden kann, fällt fast keinem auf. Ist ja bloß ein Wolfgeist, der deckt dich ja bloß auf. Das ist doch jetzt nicht ernst gemeint, was ist, wie er sich gerade bewegt hat, oder? Hat er vielleicht das mit seiner eigenen Spinne verwechselt oder so? Naja, hier sehen wir die Taktik. Die Kette saß aber. Bjorksen hat hier ordentlich gelitten. Level 6 konnte man aber vielleicht wegen des Mana-Pools nicht ausnutzen. Bin mir da jetzt nicht sicher. Man muss immer wieder an das Entzünden denken von Bjorksen. Aber Gott, wie hat Läutern. Und Läutern... Der W kam ein bisschen spät. Jetzt ist er Level 6, aber er hat kaum Mana. Ich denke, er wird sich eher dafür entscheiden, zurückzugehen. Das ist ja das Ding. Gott, wie kann halt sowohl die Ultimate als auch das Entzünden loswerden. Ja. Nicht schlecht. Naja, aber das ist halt nicht alles. Man hat es ja gesehen. Sobald du dashst, du musst dich mit Lissandra, glaube ich, ein bisschen geschickter positionieren. Du darfst dich halt wirklich von diesem Q nicht beeindrucken lassen. Beziehungsweise, wenn der Trade kommt, musst du sofort retraden und du musst irgendwie in den Minions drinstehen, damit du halt... Das Gute ist, du kannst durch Minions durchtraden. LeBlanc kann aber mit ihrer Shane nicht durch Minions durchkommen. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, der es dir in der Mitte erlaubt, dich anders zu positionieren, als es meist möglich ist. Normalerweise ist es ja so, du stellst dich neben deine Wave, in deine Wave eher selten, weil du immer den Nachteil hast, dass viele Midlaner halt diesen AOE-Clear-Damage haben und einfach durch die Wave durchgehen und dann gleichzeitig pushen, last-hitten und dich quasi pressuren. Da musst du dir aber keine Sorgen machen. Wenn du den Blanc reinspringt in die Wave, kannst du sie immer traden. Zwar auch durch die Wave. Ja, kommt die Ultimate. Legt los, TBQ ist da. Schöner Cocoon, jetzt alle nach vorne geflasht und
Ein Klischee wurde erfüllt. Ich glaube, in mir stirbt immer etwas, wenn ich einfach nur weiß, was passiert und ich recht habe. Das ist halt so ärgerlich. Er hat schon die größte Mühe gegeben, aber kriegt halt das epische Zangenmanöver ab. Ist doch keiner da, um ihm zu helfen. Es tut mir auch so leid. Man muss mal bedenken, ich würde es ihm so gönnen, wenn er das Game jetzt nochmal richtig ganz voll beenden kann. Es ist ein angekündigtes letztes Game ja jetzt quasi in der Competitive-Szene. Und das wäre schon schade, wenn er jetzt wirklich nochmal mit einem richtig schlechten Game davon geht. Ja. Das war leicht verfolgt. Ob es mir auffällt? Ja, schon. Er ist ein bisschen weitergelaufen. Ja. Ein guter Port zum Orden. Guter Port zum Orden. Alles klar. Guter Port zum Port. Ohne Eis. Ja, das Blue Buff bei Lissandra bietet ihr natürlich viel mehr Möglichkeiten, da zu spammen. Und das ist halt auch so ein... Na, wobei, mit LeBlanc hast du, glaube ich, auf dem Level jetzt nicht mehr so das Problem, weil du halt einfach... Du hast einen Dash. Den hast du zweimal eine Wave rein, dann ist er geclearet. Du hast alle zwei Waves quasi Dash-Ulti bereit, um eine Wave auch komplett zu clearen. Also du kannst da schon durchaus gegenhalten. Bloß die Frage ist, wie... Das ist wirklich so ein Verhaltensspiel. Wenn du jetzt da rein dashst und Lissandra weiß, wie du dich verhältst und sie fängt an, in dir zu lesen, du veränderst dein Verhalten nicht, dann kann sie dich halt präventiv immer schon, wenn sie weiß, jetzt kommt der Dash wieder, den Q entgegenschmeißen, von mir aus auch mit einem W und die Wave stellen. Aber irgendwie verlaufen die Trades bloß einseitig. Und dieser Frostring hatte auch gewisse Abklingzeit und Mana-Kosten alles. Ja, der Dash aber auch von LeBlanc, also es geht. Oha. Kurz draußen. TBQ macht auch hier die ganzen Run-By-Gangs. Er läuft irgendwie ein bisschen planlos die ganze Zeit durch die Gegend, kann das sein? Ja, es ist halt so krass, er ist sowas von nicht in Form, das ist übelst. Fuck, nimm die Spinne zu mehr Kunden, dadurch sieht man ihn auch. Pinkwort konnte jetzt die Zange nehmen. Er hat immer noch das kann gefährlich auch werden. Last Boy. Buck ging daneben, ging auf 4L, schön an die Wand gekloppt. Last Boy sofort am Leben! Nein! Da frisst ihn der Frosch auf. Blub, da ist er tot. PRL, der Schild ist halt super toxisch. Ja, oh! Dieser Slash! Das kam einfach direkt aus der untersten Elo-Schublade. Aber TBQ konnte den Kill nochmal sichern. Du kannst doch nicht gerade gegen den Rocket flashen. Das ist doch klar, dass sie dort weiterfliegt. Das haben wir schon mehrmals gesehen. War das nicht sogar zweimal? Ah, nee, das war TBQ einmal und einmal PRL. Oder sogar zweimal PRL? Ich glaube, es war sogar zweimal, ja. Dass er in die Rockets reinflasht. Ich meine, sie hat ihn ja so oder so getroffen, aber du kannst halt nicht gerade flashen. Wenn sie dich an der anderen Stelle trifft, wird sie dich dahinter auch treffen. Es macht halt keinen Sinn, da in diese Richtung zu flashen. Weiß nicht, ob er da... Ich glaube, er wollte schräg über die Wall kommen. Hätte vielleicht noch Sinn gemacht, aber die Distanz war halt auch einfach zu groß. Ja. Dass er da direkt an der Wall in einer Linie gelandet ist. Ja Gott, wie? Ja, du hast es erwähnt, jetzt ist die Kralle auch raus. Aber er benutzt gar keinen. Hat er seinen Snare immer benutzt? Nein, oder? Weiß nicht, noch nicht. Er wollte es vielleicht defensiv verwenden. Jetzt kommt PRL, die Zunge trifft. Die Laterne entschärft die Situation aber sehr schnell. Aber auch so bitter vor Botlane, wirklich, dass der Hook auch noch genau Tahm Kench trifft. Du kannst alles haben, du hast 66% Chancen, einen guten Hook zu landen. Die 33% auf den Tahm Kench, den du niemals treffen willst. Vor allen Dingen, normalerweise ja so, der kann ja seinen grauen Lebensbalken, den Schaden, den er gefressen hat, in den Schild umwandeln. Und der Schild baut sich ja ab. Relativ schnell. Der kam jetzt ganz schön langsam vor. Ja. Also er hat noch viel... Jetzt hat die Kette gesessen. Kritisch, aber Jörgsen heilt erstmal gegen. Siegel ist wieder zur Verfügung. Kommt aber mit der Kralle ganz gut raus. Also man merkt Lissandra sehr, sehr sicher in der Lane. Aber man merkt auch, dass das nicht der Bjergsen ist, den man sonst kennt. Bjergsen baut ja ganz gerne Druck auf, auch alleine. Und forciert da auch manchmal die Kills alleine. Aber momentan scheint er mir immer der zu sein, der so ein bisschen hinterher ist. Geht los. Was kann ein Ultimate aus? Ups. Okay. Da ist man schnell wieder in der Mitte. Nimmt den Turm mal weg. Na, Bjergsen verdrängt. Aber er hält sich. Das ist halt das Ding, was er wirklich gut macht. Er hat immer noch den gleichen Farm. Santorin jetzt nicht mehr so viel. Oh, ja, oh, schöne Kombination. Gut gemacht. CC perfekt aneinander gereiht. Und Imp, der Nutznießer. 202 LGD kommt halt zurück. Oha. Im Pimp-Modus. LGD ist back, wollen sie uns damit sagen. Aber nicht back to words. Nee, das nicht. Da stehen ja beide 202, also geben sich größte Mühe. Zunge ging etwas daneben, Imp ist das auch egal. Wird jetzt einfach hier gefressen. Zack, kann. Wow, was macht der denn? Zack! Rakete in den Rücken. Hat jetzt aber noch das Ganze überstanden. Also, man muss bedenken. Oh, beide brechen es ab, das ist schön. Man muss bedenken,
der AD Carry entscheidet, wohin er ausgespuckt wird, okay? Das ist wie bei Kalista. Aber ich meine, so eine Kombination hat man doch trotzdem einstudiert. Das heißt, er weiß doch, wie es funktioniert. Aber vielleicht war es einfach ein Missklick in dem Moment. Weil ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass er da wieder vorne in die Front rein wollte. Wow. Na gut. TSM, sagte ich, wir nehmen den Drachen. Mit so einer Gurkenaktion in der Mitte müssen wir irgendwas draus schlagen. Und es ist halt das globale Objekt. Nehmen sie mit. Beide Top-Laner kein Teleport mehr. Teleport-Plays werden hier erstmal sehr, sehr underrated. Das bedeutet, hier erstmal keine Bedrohung auf der ganzen Karte, so wie wir es eigentlich vorher gesehen haben bei den Worlds. Das ist auch interessant, dass wirklich auf Kill-Pressure mit Lissandra gegangen wird und nicht das Teleport mitgenommen wird. Da ich finde, auch Teleport ist auf Lissandra sau, sau stark. Man muss überlegen, du kommst mit mir auf eine Lane geportet, du hast einen riesen Gap-Closer zur Verfügung über den E, du hast Tonnen von CC dabei, um wirklich jemanden da so zu fixieren, dass der Kill folgen kann. Ich weiß nicht, ob es da unbedingt so viel Sinn macht, auf das Ignite in der Lane zu gehen. Zumal Ignite gegen LeBlanc, naja, also meistens ist es so, dass du mit Lissandra sie sowieso in der Rotation schaffst, wenn sie dich attackiert. Und ansonsten kommt sowieso die Passive, die gesteckt wird, in der du eh nicht ignalten kannst. Tam Kench ist jetzt hier bei Santorin. Der kann natürlich noch mehr Stacks aufbauen. Der kommt dann auch gut weg. Man hat jetzt sich jetzt hier um Elise gekümmert. TBQ ist down. PIL, er hat hier noch ein bisschen Leben. Oh, übrig! Pimp! Imp leider nicht effektiv geflasht. Wurde an die Wand gedonnert. Dyrus schnappt sich jetzt hier einen Assist. Einen Kill. 4-4 steht es mittlerweile und LGD hat sich leider in Sicherheit gewogen, denn TSM hält auf jeden Fall noch ganz gut stand. Werden jetzt auch ohne Probleme den Mittelturm bekommen. Ja, und das waren nicht nur die Kills, die sie bekommen haben. Es ist der eine Turret, es wird vielleicht sogar noch der zweite. Noch ist man tot, aber ich glaube, soweit wagt man sich nicht nach vorne. Die Death-Timer sind noch relativ kurz. Flame kann sich dafür jetzt den Top-Turret auch sichern. Menge Gold, was auf beiden Teams gerade über die Bühne gegangen ist. Oha. Ich würde nur sagen, dass die Laterne weg ist, by the way. Wild Turtle. Kam da jetzt noch. Hoppala! Hier! Tot! Well played! Ich weiß nicht, was mit White Turtle heute los ist. Sehr, sehr oft irgendwie in einer Position, wo er eigentlich nicht hin möchte. Sehr, sehr oft vom Team auch gesplittet. Ich weiß nicht, heute ist so ein Tag. Ich weiß nicht, ob es am Wetter gerade in Frankreich liegt, aber die Teams schwächeln heute ein bisschen, was Positioning angeht. Aber es regnet in die Halle rein und genau auf die Plätze. Von Team Solo Mid. Okay. DBQ hat erstmal richtig gelitten. Weg ist die C-Chain, kam jetzt erst ins Repel, hat sich auf Bjergsen gestürzt, war eine halbwegs gute Wahl, weil er so low war. Hier versucht man zu retten. CBQ hat aber schon mit, wie gesagt, schon Imp hatte schon sehr viel Leben an sich verloren, konnte mit dem Flash auch nichts machen. Die Idee war ganz gut, aber war nicht nutzvoll, jetzt lässt sich Lastboy erwischen. Was ist denn gerade los? Sie haben das Action nach Action, aber das ist gut. Es unterhält auf jeden Fall. Ja, definitiv, aber wir haben keine hohe Wertschätzung einzelnen Leistungen hier gegenüber. Weil speziell, also erstmal der Lantern-Bait dann doch nicht genommen und der Schaden von LeBlanc, der ist halt tödlich mit den Schuhen. Ne? Darf halt wirklich die Steigerung über diese Penetration nicht unterschätzen, weil White Turtle hat 100 Pro 0 Magieresistenz dabei. Das ist einfach der Punkt, dass LeBlanc so hohe Base-Damage-Stats hat. Ihr Ultimate muss ja quasi auch gar nicht, ist nicht skillabhängig. Also ist egal, welchen Spell du vorher gemaxt hast, das Ultimate haut immer denselben Schaden raus mit den jeweiligen Spells. Ja. Und dementsprechend kannst du halt über alle Spells auch Schaden machen. Und das ist halt so ganz gefährlich. Das ist das, was LeBlanc so gefährlich auch macht. Sie hat super viel Mobilität, weil du quasi zwei Dashes mit Rücksätzen zur Verfügung hast. Du hast, wenn du möchtest, auch zweimal eine Chain zur Verfügung, was dich halt ultra lange slowt und festhält. Und vom Schaden her nicht schlecht ist. Die ja. Ulti-Kette und das Ulti-Siegel, gebrochen natürlich, oder beide Instanzen gelaufen, ist das Höchste, was man am Schaden raushauen kann. Dafür ist natürlich das W bezogen in dem Ulti-Modus direkter, schneller, aber weniger. Ja, man muss mal die Vor- und Nachteile sehen. Das eine macht halt auch wieder Flächenschaden, das andere ist halt Single-Target basiert. Man muss mal sehen, wie sind die Gegner, wie stehen sie, wie verhalten sie sich. Oh, Teleport, super Gang, das ist witzig. Die Spinnen kommen raus, bevor Tam Kench da ist. Das finde ich auch sehr schön. Wild Turtle wird hier wieder ausgelöscht. Das ist hier gar nicht so schlecht gemacht, aber Q und fertig aus. Und das ist der Punkt von Tam Kench. Der ist quasi noch ein Teleport, was für zwei Mann zur Verfügung steht, wenn er immer sein Ultimate ready hat. Und das kann so gefährlich sein, gerade wenn das eigene Teleporter nicht mitgezogen wird. Jetzt bin ich gespannt. 1-1. Dyrus wird sich gleich verwandeln. Imp sollte die Wand lieber nicht aufsuchen. Ja, Imp lässt da ganz schnell ab. Das war ihm doch ein bisschen zu viel Rage, was da gerade bei Gnar aufgebaut war. Schade, ich hätte jetzt gedacht, der kämpft wirklich weiter. Ich hätte es auch gedacht, dass er irgendwie versucht, das Ultimate etwas zu outplayen. Von der Wand wegrollt, zumindest um nicht gestunt zu werden. Und an der Stelle wird es dann schon ziemlich knapp, wenn er nicht gestunt wird. Er hat ja auch jetzt nichts davon gehabt. Also die Ultimate von Vayne hat jetzt auch nicht die höchste Abklingzeit oder so, aber... Und er hat sein Blade halt schon ready. Also er hätte durchaus noch mit dem Blade auch so viel Abstand zwischen sich und nahe bringen können, dass die Ultimate ihn gar nicht erreichen kann.
Er hat halt auch genug Schaden über den prozentuellen Schaden, um auch mega nah klein zu kriegen. No. Mega nah klein zu kriegen, das ist auch eine Metapher. Jetzt ist natürlich die Frage, was will man weitermachen? So eine Art Spiel haben wir ja schon gesehen von LGD, dass sie super aggressiv sind. Es wird einfach überall gebattelt. Und dann gab es diese Ruhephase, bei Origin auch so. Ich glaube, aber kein Plan dahinter war, oder? Ich glaube, ganz ehrlich, es steckt keine besondere Taktik dahinter bei keinem der beiden Teams. Ich glaube, man geht wirklich darauf, dass man einfach guckt, wie bewegen wir uns, wo können wir jemanden catchen. Und da hast du mit dem Tam Kench einfach einen größeren Vorteil momentan. Deshalb denke ich, dass das Game momentan gut zu LGDs Lasten ausgehen wird. Ja, Pierre ist bereits auch schon oben. Gott, wie könnte zwischendurch Leute abfangen? Pjörksen, oh Gott, das ist auch nicht günstig. Santorin jetzt vom Cocoon getroffen, Flame festgehalten, der flecht da sofort ran. Jörgsen übersteht das Ganze, heilt sich ganz gut hoch, man hat jetzt hier einfach einen Darius, sag ich schon. Darius ohne Probleme gerettet, Darius mit der Ultimate gegen ihn. Wo steht der denn? Der ist eh die Carry, Gott, wie löscht er auf der anderen Seite den Carry aus. Jetzt Flame, jetzt muss das Epic Q kommen oder gar nichts. Heilt sich hier schon mal ganz gut gegen, wird schon wieder gerettet von Tam Kench. Der spuckt ihn aus, der Q nochmal, Björksen Mana los, Lastboy HP los. Und Gott, wie, denen geht's hier gut. Die Laterne ist da, der nächste Sprung, der führt eventuell zum Kill. Zack, da geht er down, TBQ. Oh, kein Mana mehr. Er hat kein Mana mehr, Björksen kann nur noch Outer taggen. Der wird auch noch fallen. Das will man schon gar nicht zeigen. Oh, die Kralle hat er noch. Boah, da hat er sie beinahe getrollt. Also das war nicht schlecht. Aber im Endeffekt trotzdem keine Chance. Wo war White Turtle schon wieder? White Turtle wurde ausgelöscht von Gotti. Ja, er stand irgendwo ganz hinten alleine und wirklich mit LeBlanc beschäftigt. Ich weiß nicht, ob man die Vision auf LeBlanc hatte. Kann natürlich sein, aber das Einzige, was er in dem Fight wieder einen Impact bringen konnte, war seine Rocket. Die war cool. Die Frage ist, also beide AD Carries, okay? Ich finde, White Turtle wurde erwischt, das ist in Ordnung, aber Imp war einfach im Team. Und jemand hat ja Doppelklick auf White Turtle gedrückt, glaube ich, bezogen auf den Kameramann. Jetzt geht's wieder. So, schauen wir mal. Also Imp noch da oben angesiedelt, ne? Will sich um Lastboy kümmern. Okay, jetzt ist er verloren. Ihr seid abgeschnitten, ne? Ja, eine ganze TSM-Reihe ist da. Und das ist genau das, worauf LeBlanc als Assassin wartet. Darauf, dass er irgendwann alleine ist, um ihn dann einfach abzuholen. Aber die Rocket hat er noch rausbekommen. Er kommt sogar mit seinem Movement-Speed-Bonus, mit der Passe wieder triggert, noch fast raus. Und an der Stelle sieht es kurzzeitig so aus, als ob TSM wirklich einen besseren Fight zieht. Aber wirklich wieder über Tam Kench, der Darius frisst und seine Cooldowns derzeit wieder gibt. Er kann seinen Q danach wieder benutzen, nachdem er ausgespuckt wird. Und er hat sein Schild wieder zur Verfügung. Das macht so viel Unterschied, auch wenn die Gegner schon low sind. No. Macht ja wirklich nicht schlecht. Man muss auch sagen, und an der schon Stelle. Schon wieder der Fokus auf ihn. Das ist halt. Er hat ganz schön früh den Schild jetzt verwendet. Das heißt, so viel Schaden kann er nicht mehr kompensieren. Die Leute schützen ihn aber so gut wie es geht. Santorin, der sammelt von allen möglichen Stacks. Überlebt das Ganze, das Fass. Hat hier die Situation ein bisschen entschärft. Jetzt frisst man hier die Spinne. Schöne Nah-Ultimate von Dyrus. Man kann den ersten, man kann den nächsten holen. Shutdowns regnet es hier. Imp ist schon wieder im Team. Wird er abgerissen und Team Solo mit. Die können jetzt aufräumen. Flame ist aber zur Stelle. Heilt sich mit dem Q ganz gut hoch. Triple Kill. Das könnte ein Quadra sein. Wer ist der echte Gott? Wie? Das war ziemlich einfach. Jetzt die Frage trollt. Oh, das war nicht schlecht von Björksen gedacht. Wow. Oh Gott. Oh Gott, die Troll Mechanics. Die Troll Mechanics. Oh, der Crit. Da kommt die Rakete hinterher. Der Crit kommt noch hinterher geflogen. Kein Entkommen. Da hätte vielleicht versuchen sollen, noch durch den Turret durchzugehen. Vielleicht mit der Ultimate so lange Distanz zu überbrücken, bis er nach oben fliegen kann. No. Weil gegen LeBlanc, dann gibt es eigentlich bloß zwei Möglichkeiten. Entweder sie läuft weiter oder jetzt hört man auch die TSM-Jubelschreie schon. Ja, aber dieses Spiel, es ist ein Showmatch, ein kleines. Habe ich das Gefühl. Taktische Tiefe haben wir hier aber erstmal nicht zu erwarten. Zweiter Drache wurde von TSM nun gemacht. Man geht sehr verspielt ran, man kämpft die ganze Zeit und man merkt halt, dass beide Teams weit weg. Es ist wirklich gerade ein Game, das nicht Gameplay-Mechanic-Deep ist, sondern wirklich einfach ein bisschen mechanisch-Deep ist. Wann ist der Punkt für meinen Charakter reinzugehen, wann soll ich meine Skills tun, darum geht's. Und hat zum Beispiel Darius, hat eben einen wichtigen, sehr, sehr wichtigen Impact gehabt. Jetzt wird er groß, jetzt sieht man gleich diese 2-Mann-Ulti von ihm. Jetzt springt er rein. Da haben sie noch Glück, Elise ist in dem Bauch von Tam Kench drin, wird da nicht erwischt, aber wird trotzdem noch abgeholt. Und jetzt, naja, 5 gegen 3, toll. Einen Kill kriegen sie noch, aber da kann man jetzt bloß noch aufholen. Das Ding ist, dass auch sehr viel CC bei TSM zur Verfügung steht. Ja. Also wirklich, sich richtig krass zu bewegen, ist schwierig. Selbst in solchen kleinen Gefilden hat sogar Jinx ihren Auftrag mit den Flamechompers. Und LGD kann da nicht gegenhalten. Ja, du hast Hooks, du hast Plates, du hast Traps, du hast den Snare, du hast den Slow von Lissandra, du hast das Ultimate von Lissandra, du hast ein Fass, du hast einen Knock-Up. Auf Gragas, du hast das Ultimate über Nar und den kontinuierlichen Slow über Nar. Jeder bringt mindestens ein, wenn nicht sogar mehr CC-Spells mit. Und das macht eine ganze Menge aus, auch in dem Teamfight. Und bei Lissandra ist immer so das Problem. Viele haben
lange Zeit nicht mehr gegen sie gespielt, wissen nicht mehr so richtig, wie der Champion funktioniert. Und es ist halt sauschwer, sie in den richtigen Fokus zu nehmen. Sie hat ihre eigene Ultimate, sie hat ein Hourglass bei Zeiten. Das heißt, das sind alleine schon immer locker 5 Sekunden, die du sie halt nicht direkt einfach in den Fokus kloppen kannst. Gerade weil die neue Ultimate auch sehr viel Leben wiederherstellt. Ja. Und Pierre wieder unterwegs, mit der Zunge Wards ausschaltend. Anna hier voranschreiten. Eben immer noch im Solo-Modus, hat 40 Farben mehr. Das ist eine ganze Menge. White Turtle hat 6 Kills. Und man hat sich als zweiten Gegenstand für die QSS entschieden, dass er den Schaden ganz schön weit nach unten schraubt. Auch wenn man schon Level 12 ist und die Stufe 2 Ultimate zur Verfügung, die gut aushilft, aber du willst das Ganze eigentlich mit der Tech-Speed unterfüttern. Ja, aber du bist halt ultra darauf angewiesen, weil wenn Lissandra dich einmal in den Fokus bekommt und nur einmal dich anklickt mit der Ultimate, musst du das QSS haben. Ansonsten wirst du sofort in Fokus genommen als Wayne und wirst auch sofort weggeschottet. Das ist ja auch eine gute Möglichkeit, du hast sau viele Range-Spells. Du hast Jinx, die hinten stehen kann, und wenn du gefokust wirst von der Lissandra-Ulti, ich sag mal noch ein QW von Lissandra herbekommst, dann kommt noch eine Rocket geflogen, dann war es das eigentlich für dich. Deshalb musst du da deine Mobilität drin behalten. Vollkommen richtige Variante, finde ich, dass man sich auch sehr früh schon fürs QSS entscheidet. Meistens kommt es ja eigentlich genau in dem Moment so zu Level 11, 12 hin. Sagt man immer, sollte man in den relevanten Matches wirklich das QSS fertig haben. Er hat auch das Klinge der Habke sehr lange im Gepäck gehabt. Also Static mit einmal fertig ist gekauft, mehr oder weniger. Also so mit White Turtle sehr ähnlich, bloß halt Utility-lastig. White Turtle könnte aber, wenn er Glück hat, sehr viel kritische Schläge austeilen, was Gott wie nicht gut tut, weil er mag mit LeBlanc gut dabei sein. Was hält ein Scepter hier am Start? Kopiert 1:1 das Bild vom Pyroxen. Nur, dass er Kekse hat. Einziger Unterschied. Darfst du nicht vergessen, dass LeBlanc ist. Oh, Déjà-vu. Schon wieder wird hier Tahmkench gefokust. Diesmal klappt's aber. Ich finde, er hat sein Schild nicht optimal eingesetzt. Aber er ist auch nicht so tanky. Ich glaube, selbst wenn er den optimal eingesetzt hätte, da war noch eine Menge Platz nach oben, was noch mehr Damage angeht, weil es war keiner in der Nähe, der ihm hätte irgendwie helfen können. Er ist ganz schön, er geht ganz schön ballsy voran dafür, dass er eigentlich nicht so tanky ist und da kein Team hinter sich hat. Jetzt trappt man hier, LeBlanc will da den Assassin spielen. White Turtle wurde aber von der Chain nicht getroffen. Jetzt Gott wie rausgeschleudert, Bjorksen auf der anderen Seite. Aber White Turtle kann immer noch mit den Raketen arbeiten. Einmal kurz an die Wand geknallt. Da nimmt Imp ihn mit. Schön von dem Kuhn hier. Zack, Double Kill für Imp. Es geht hier ums Penta. Wenn wir da noch was sehen. Static hat hier einiges verteilt, aber Imp wird von dem Boomerang zu krass aufgehalten. Hat aber trotzdem hier was mitgenommen. Schönes CC von ihm. Und Bjorksen hat bestraft, dass er so tief im gegnerischen Gefilde war. Ja, das ist, glaube ich, von TCM falsch gedacht gewesen. Die haben wirklich einen Catch bekommen und dachten sich, wir sind zu 5, gehen wir nach vorne. Aber sehr, sehr schön an der Stelle wirklich gespielt, dass LeBlanc einfach sagt, oh, ich habe die komplette Vision, ich habe die komplette Kontrolle. Wenn Lissandra nicht rechtzeitig und schnell genug reagiert und sie hat, in dem Moment hat Bjorksen wirklich einfach nicht mit gerechnet, dass er aus dem Busch kam. Oh, Dyrus, der wurde nochmal groß. Die Ultimate geht raus, eben so gut wie dort wird schon wieder gerettet. Stark gemacht, zack, auf der anderen Seite ausgespuckt. Jetzt das 1 gegen 1, PRL kann auch die Ult aktivieren. Kein Steal, ihm nimmt das Ding mit. Und Santorin sofort an die Wand geballert, als er rüberkam. Stark gemacht von Imp. Auch wenn diese, also das Spiel ist einfach so killlastig. Die machen einfach nur Blödsinn. Aber es ist okay. Das ist, glaube ich, genau das, was wir erwartet haben. Aber es ist auch schön für die Fans. Man merkt es auch wirklich richtig, jedes Mal, wenn TSM Play macht, kommen sofort die Jubelschreie. Auf der anderen Seite, bei LGD hört man eigentlich gar nichts immer und sie spielen es momentan ein bisschen besser. Gerade Godby, finde ich, bringt gerade eine sehr, sehr schöne Leistung, zumindest denkt schön. Er versetzt sich in die Köpfe der Gegner rein, er weiß, wann sie unaufmerksam sind und das kann er gut ausnutzen. Das ist als Assassin natürlich unheimlich wichtig. Das ist sowieso das Motto der Worlds, Fehler nutzen, und wenn du halt ein gutes Gespür dafür hast als Assassin, die wir ja nicht so häufig sehen, da hast du natürlich doppelt und dreifach Vorteile. Jetzt nochmal Dyrus. Ich hätte gedacht, der transformiert sich jetzt und springt da rein und ownt die alle. Er hat lange gebraucht für die Transformation. Er wurde auch an die Wand geknallt. Ja. Zweimal mehr oder weniger. Und jetzt die Rocket und er frisst eiskalt bei ihnen auf und sie ist in Sicherheit. Oh. Und sie springt gleich wieder rüber. Das war super stark gemacht. PL übersteht das halt noch. Jetzt zack, Santorin zwar da und kann. Wurde zuerst gecooned und dann an die Wand geschleudert. Das ist halt super bitter. Aber er war in Smite-Reichweite. Ich weiß nicht, ob er sein Smite noch benutzt hat. Oder ob der Nasher vorher down war, weil du kannst ja Smite, für diejenigen, die es nicht wissen, auch während Stunts, während Snares immer benutzen. Aber ist halt schwierig. Du bist natürlich da als Steal-Versucher immer im Nachteil, weil du gegen ein feindliches Smite und gegen drei andere Spieler noch gleichzeitig ankämpfst, die natürlich damit prozentual wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit haben, so ein Ding zu bekommen, gerade weil du ja mit Gragas in dem Fall nicht mal in der Lage bist, ein W oder ein E oder ein Q noch zusätzlich auf den Nasher raufzuhauen, um ihn zu securen. Ja, das hätte nicht geklappt. Trotzdem war es komisch, dass Imp ihn bekommen hat. Also,
Das sollte man eigentlich unterbinden, aber TBQ schläft manchmal. Ich vermute ganz stark, dass TBQ gar nicht gesmited hat, sondern dass Gragas wirklich einfach, oder ja, Gragas hat einfach zu früh gesmited. Dementsprechend war man, glaube ich, ein bisschen überrascht, dass das Smite so früh kam. Der Drache, Nummer 1 für LGD, kann sich sehen lassen, stärkt das Team natürlich, die prozentualen Werte wird definitiv Gott wie merken. Also er ist schon mit dem Rabadons am Start, also hier äußerst gefährlich. Jörgs muss da noch nachziehen. Wie gesagt, sie kopieren ja das Itembild voneinander, aber man kann halt nicht die drei Kills mehr kopieren. Aber mit dem Rabadon würde er jetzt richtig wehtun. Gerade den ADCs. So ein ADC, der immobil ist, gefällt so ein Assassin gar nicht. Weil Turtle hat schon reagiert. Naja, er hat schon reagiert jetzt. Er ist jetzt auf den Spectral, also auf den Spektralmantel gegangen, der ihm natürlich live und Magic Resist verschafft. Die Frage ist, ob es zu dem Zeitpunkt reichen wird, gegen diesen immensen Burst anzukommen. Und man darf ja nicht vergessen, das sind jetzt ein paar Magic Resist, aber wir haben immer noch das Abyssal dabei, was halt in der kompletten Region um LeBlanc herum die Magic Resist ihres Ziels noch reduziert. Und da bleibt man von diesem Spektralmantel nicht so viel übrig. Ja, wird komplett negiert. Man hat natürlich nur gewisse Grundresistenzwerte. Und mit denen kann man auch noch arbeiten. Ja, auch relativ viel Magieresistenz nun bei ihm zur Verfügung, dank des QSS natürlich und zwei Locket-Trägern. Das ist schon übertrieben viel. Was wir denken, der Locket-Schild ist nicht schlecht, aber er ist wie hier. Wenn man einmal das verwendet hat, hat man ziemlich lange einen Debuff. Dann kann ich nochmal die gleiche Schildstärke auffahren, sondern nur halbiert. Wobei der Schild ja jetzt auch nicht so stark ist, ist glaube ich eher der geringere Vorteil noch. Man hat natürlich diese megamäßige Aura, du davon noch hast. Und das kann interessant sein, das einfach aufzuteilen, weil die Teams sind ja taktisch meistens so aufgeteilt, dass du zwei, drei Leute hast, die in die Backline der Gegner quasi rein wollen, die ins Team kommen, dass du ein, zwei Leute hast, die deine eigene Backline darstellen, beziehungsweise auch noch wieder deine eigene Backline peelen. Da kann es auch interessant sein, zwei Solaris im Team zu haben, die sich einfach splitten, um die Aura überall wirklich flächendeckend aufrechtzuerhalten. Ja, das stimmt. Ein bisschen wie wenn du zweimal Höllenzepter im Team hast. Auch einmal an der Frontline und einmal an der Backline. Ja, von welchem Team aus betrachtet. White Turtle hat seine Core-Items zusammen, man merkt das schon. Alleine mit so einem Infinity Edge und mit einem Statics tun die Crits da schon richtig weh. Er hat einen fetten Wave-Clear. Und das ist auch wieder so ein Punkt gegen LeBlanc. Sie hat eine Passive, die ultra stark sein kann, aber sobald du viel AOE-Effekte gegen dich hast, wird die Passive sehr, sehr schwach, weil sie einfach nicht genutzt werden kann. Alter, das Vieh hält aus. Ich bin persönlich überhaupt kein Fan von. Ich mag diese Super-Minions durchs Commando-Banner absolut nicht. Du bist als AP-Carry, bist du aufgeschmissen gegen die Dinger und ja. Selbst, man hat gesehen, selbst Darius als nicht AP-Carry, sondern AD, da hat seine Probleme, das Ding klein zu kriegen. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass das Q wirklich wesentlich mehr Schaden anrichtet, plus die Passive. Ich hätte es auch ein bisschen von PIL erwartet, dass er das baut. Man muss bedenken, das Kommando-Banner hat die gleiche Aura wie das Locket. Das ist genau der gleiche Effekt. Und du hast noch AP drauf. Ich glaube, die Scalings von Tamkens sind nicht überragend, aber sie sind da. Und ja, wir gehen aber einen anderen Weg, hat sich jetzt für den Cage entschieden. Wir gehen mal davon aus, dass es Richtung ja, Crucible geht, um dann halt den AD Carry noch besser zu schützen. Oder jemand anderen. Ich denke mal, die nächsten 4-5 Minuten werden jetzt entscheidend werden. Wir werden wahrscheinlich einen großen Teamfight sehen und danach wird sich langsam absetzen, wer setzt sich wirklich richtig nach vorne. Bisher haben wir LGD mit 6k Gold, meinen Lieb, was natürlich auch durch den Nasher zustande gekommen ist und die Picks, die sie vorher bekommen haben. Aber so langsam kommen wir halt zu dem Zeitpunkt, wo die Dev-Timer länger werden und wo Fehler einfach schwerer wiegen. Und wenn wir weiter so ein Kill-Verhalten haben, sag ich mal, und so viele Kills sehen, die fallen, dann kann das halt sehr, sehr schnell zu einem überraschenden Ende auch führen. Ja. Also das ist halt irgendwie immer so, dass dann einen mega Clinch gibt und tschüss. Ja, das ist halt, für TSM ist noch lange nicht alles gegessen. Wir haben dann noch alle Chancen zurückzukommen. Das ist halt das Schöne an Nar. Nar kann in Teamfights für ultimative Überraschungen sorgen. Ein 4-Mana-Ulti kombiniert mit einer Alessandra-Ulti kann halt so einen ganzen Teamfight turnen. Frage ist, ob das so einfach wird. Also speziell, wenn man das Crucible noch ausbaut bei PRL, kannst du da einen retten. Du kannst Imp retten, er kann sich selber entscheiden, wann er will, weil er die Quecksilber scheppert. Gottvieh sollte niemals in eine Nah-Ulti geraten. Und technisch gesehen auch TBQ nicht, weil das Repel ist sofort, du kannst sofort reagieren. Und die Animation, wow. Und die Animation von Nah ist auch vorhersehbar, wenn man ein gutes Auge hat, eine gute Reaktion. Schaden von Vayne ist aber auch toxisch. TBQ, den hat es nun erwischt. Der wird erstmal gefressen und sofort an sicherer Stelle ausgespuckt. Imp nimmt hier den Turm ganz alleine auseinander. Dire ist nun dabei, reinzugehen. Ja, da sieht man es, er befreit sich sofort. Die nächste C sitzt zwar, aber es bringt nichts. Jetzt Imp. Oh, der Schaden von Gott, wie meine Güte, der weht da rein. Und da kommt der Basketballer. Putz!
nimmt den nächsten noch auseinander, da hast du null Chance. Und das ist der besagte Kampf, der alles dreht. Jetzt gibt es lecker Eis für den Tam Kench oder auch nicht. Nein, es soll. Pioxen muss in der Mitte gespalten werden. Das ist die beste Strategie, hat LGD sich überlegt. Sauberes Ace, gut gespielt. Fokussierung auf Imp hat sich null gelohnt. LGD. Also sauber Teamfight runtergespielt. Man hat viel, viel investiert, nur um Wayne zu kriegen. War ja an der Stelle noch kein richtiger Teamfight. Sie kommt halt raus und danach hast du die ganze Frontline, die dir ins Gesicht marschiert. Und Wayne dreht sich danach einfach um, steht dann in der Backline und kann die ganze Zeit viel Damage fahren. Plus natürlich Godby, der einfach ja, so einen massiven Damage raus hat. Das ist genau das, was wir vorhin gesagt haben. Er kann Single-Target picken, aber er kann auch mit so einer W-Ulti-Kombination halt einen megamäßigen AOE-Schaden raushauen. Und genau das ist gerade passiert. Danach war der Teamfight eigentlich schon entschieden. Ja. Da hat er so ein bisschen getunnelt auf Wayne, finde ich. Man kann es verstehen, weil er halt wirklich gut steht und ihn abzuholen ist das Richtige, aber die Quecksilberscherbe, die hat sich einfach so bewährt ohne Ende. Den Moment. Er hat ja geschafft, die Ultimate zu landen und danach ihn auch noch betäubt und es wurde halt nicht gepunished. War sein eigenes Team einfach zu langsam. Jetzt hier die Epic Teleport Plays. Und Flame kommt dazu. Was macht TBQ da? Nee, Dyrus kommt dazu. Entschuldige mich, Flame ist ja zu Fuß vor Ort. Jetzt kommen die Kralle rein. Wen nimmt Björk? Wird sofort an die Wand geknallt und stirbt noch in der CC. Keine Chance für ihn. Auch Wild Turtle fast schon wieder von Godby ausgelöscht. Okay, er wurde hier ausgelöscht. Das hat schon mal geklappt. Jetzt kommt Captain Zunge nochmal dazu. Lasst euch schön an das Minion. Hat die Minions. Der Schild. Der rettet ihn noch. Godby on the hand mehr oder weniger. Kann ihn mit dem Q vernichten. Ja, das Siegel, das ist ein sehr schwerer Spell. Da kann man schon mal ein Minion treffen aus Versehen. Ja, hinten gibt es die Nasher noch mittlerweile. Wayne wird nicht mehr benötigt. Da haben Kenches tanky genug. Elise hat den Schaden. Den kontinuierlichen Schaden auch in ihrer W-Form. LGD hat sich wahrscheinlich für die erste Begegnung zwischen diesen beiden Teams gerecht. Als erster hat hier wirklich TSM gewonnen. Aber nun. Das ist halt so seltsam. Anscheinend war wirklich die Drucksituation für LGD einfach ein Grauen. Jetzt spielen sie befreit. Sie spielen natürlich komplett geistesgestört. Ne? Es sind super viele kleine Fehler dabei. Sie gehen einfach, das ist einfach Solo-Q hier. So das ist auf beiden Seiten auf jeden Fall nicht optimal gespielt. Ja. Aber das Game wird halt von dem gewonnen, der weniger von den kleinen Fehlern macht. Hier sieht man nochmal, das Teleport kommt rein. Dyrus steht halt mittendrin. Ist aber dabei gerade groß zu werden. Ist also an sich ein ganz schönes Timing, ja, um zu fighten. Aber Björksen hier. Aber Björksen wird halt sofort an die Wand getackert und wird halt ausgenockt, bevor er überhaupt eine Ultimate zünden kann. Ich weiß nicht, ob Dyrus an der Stelle noch Ultimate gehabt hat. Gott, wie hat die Ultimate stark mit seiner Distortion nochmal verhindern können. Das war eine gute Idee von Dustboy, kam ja aber nicht mehr ins Blickfeld. Dennis geht schon wieder weiter. Will nichts falsch sagen an der Stelle, aber ich glaube, Dyrus hat seine Ultimate benutzt, nachdem Björksen wirklich getötet wurde. Er hätte, glaube ich, Björksen auch noch genug Zeit verschaffen können, um sich aus dem Stun zu lösen, wenn er seine Ultimate vorher gezündet hätte. Und dann hätte Björksen seinen Ultimate auch noch zünden können, aber ich denke, es hätte am Gesamtfight trotzdem nichts geändert. Das Resultat wäre wahrscheinlich das gleiche geblieben. Ja. Der zweite Drache wurde unterdessen genommen. Keine großartige Erscheinung, aber Imp. Der will hier Dyrus haben. Der klatscht den schon wieder an die Wand. Tam Kench kommt dazu, aber es ist 384er Crit gegen den Tank. Das ist der Mini nah, er hat keine Bonuswerte. Aber ja. Das sieht schon gefährlich aus. Man hat jetzt zwei Inhibitoren. Die Midlane wird gerade reingepusht. Es wird wahrscheinlich gleich einen dritten Inhibitor noch geben. Und das mit einem Nasher-Buff kombiniert ist sau gefährlich. Wenn sie sich da noch retten können, noch ein bisschen Zeit gewinnen können, dann machen sie auf jeden Fall alles richtig. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das länger storen können. Es sind 15.000 Gold Vorsprung. Vayne ist im Late Game angekommen. Und du kannst da nichts mehr retten. Man muss immer wieder noch an das Crucible von Pierre Elding, falls wirklich irgendwas passiert. Er hat noch die Quecksilberschärpe. Macht jetzt hier Wayne nimmt der White Turtle ganz alleine auseinander. Der Laser, der macht hier nichts. Nur einen Angriff. Aber ja, Björksen kann ihn da einfach komplett ausschalten. Stundenglas sofort danach. Pierre L nicht mehr in der Lage, ihn zu retten. Aber das ganze Team kollabiert nun. Da ist der erste Dank. Flame nimmt ihn da gut auseinander. Der Turm wird von den Vasallen fokussiert. TBQ muss da noch nicht mal das Repel einsetzen. Und jetzt hier? Der Laser ist ganz schön faul, oder? Wow, TBQ kommt da sogar noch raus. Jetzt hat er Bock zu arbeiten. Nimmt ihn da auseinander. Ja, die machen hier nur Blödsinn. Das ist auch total okay. Flame mit dem Apprehend. Die Minions zieht die nochmal noch ran. Die Minions derzeit. Da braucht man nicht mal mehr sich auf Objectives fokussieren, auf irgendwelche Gebäude. Nope. Wenn man so viele Minions hat, die dann der Packline anrücken, dann kann man sich auch mal das sinnlose Gekämpfe leisten und sich nochmal richtig schön ins Gesicht geben. Ja. Es war ein lustiges Spiel. Ja, man aber sieht erst ihr merkt natürlich auch an uns, dass wir das Ganze jetzt nicht allzu ernst nehmen. Denn für beide Teams ging es halt wirklich nur um etwas erhöhteres Preisgeld.
dritter Platz nun für LGD, vierter Platz für Team Solo mit und das ist okay. Team Solo mit hat sich größte Mühe gegeben, aber es werden einige Veränderungen im Team auf jeden Fall stattfinden. Dyrus hat ja selber gemeint, es ist vorbei. Eine Ära findet ihr Ende. Aber er war lange in der Szene, er hat viel mitgenommen. Dyrus ist ein brutales Urgestein. Da finde ich, gehört dann auch irgendwann so ein Schlussstrich dazu. Wenn man den selber zieht, ist es glaube ich immer noch am schönsten, als wenn man irgendwo den vor die Nase quasi gesetzt bekommt. Ja. Und vor allen Dingen muss man auch bedenken, das ist so lustig, ne? EDG verabschiedet sich im Team Solo mit, also Dyrus wird halt gezeigt. Jeder weiß halt Bescheid und das ist auch okay. Irgendwann findet, wie gesagt, jede Ära ihr.